1 und herzlich willkommen wieder bei Contrast mit eurer Mondgoss. Ich habe jetzt mit ein bisschen Offscreen versucht und werde jetzt einfach ein bisschen was probieren. Weißt du jetzt einfach da hoch, habe ich gerade entschieden. Ups, das war zu viel geschmissen. Entschuldigung. So, gut. Fallen lassen. Wieder rausgehen und jetzt schmeiße ich mit Kisten. Naja, ich weiß, es ist Gott sei Dank kein Porzellanpüppchen. Boah, ey. Also, Gott sei Dank ist da kein Porzellan drin. Hoppa. Und hoppa. Und hopp. Gibt's da nicht. Natürlich. Diese doofe Kiste schon wieder runtergefallen. Steht die wieder hinter mir. Das könnte noch einige Versuche brauchen. Ja. Aber wer nicht probiert, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nee. Selbst runterfallen, doofe Idee. Oh, hoppa. Hoppa. Hopp. Echt jetzt? Puh. Wenn da unten jemand stehen würde, der wäre schon längst erschlagen. Bei der vierten Kiste hätte ich ihn sicherlich einmal getroffen. Kann ich mich nicht gleich auch mit hochschleudern lassen. Wäre auf jeden Fall einfacher. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und ratet mal, welche Kiste wieder unten auf dem Boden liegt. Hurra, hurra, meine. Oh, gibt's doch nicht jetzt. Jetzt habe ich schon mal herausgefunden, wie es ungefähr funktionieren könnte. Hopp, hopp. Seht ihr das? Seht ihr das? Da ist sie. Da ist sie. Haarknapp, aber da ist sie. Boah, ach ja, ich hab was vergessen. Bum, 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 bum. Wie treffe ich denn dieses komische Ding da? Okay. Wie fehlt daran, dass es noch gar nicht da drauf zielt? Okay. Nein. Mach mal wieder. Ach. Bing, 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 bing. Jackpot, bitte, danke. Oh Gott. Ich hab die Kiste. Guckt an, ich schaut. Ich hab's so oben. Oh Gott. Wir warten mal lieber ab, bis es sich einmal gedreht hat, weil ich habe keine Lust hier, ehrlich gesagt. Ganz schnell, 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 schnell. Das habt ihr nicht gesehen? Nein. Ach nein, darf ich jetzt mir mit Kisten schmeißen? Nein, Gott sei Dank. Meine Kiste existiert noch hier oben. Na, happy, happy, happy. Aber sowas von happy. So. Soweit das möglich ist. Laufen, 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 laufen. Gut, wir legen. Nein! Ditch. Also, da kann ich. Das war gerade einfach falsche Taste. Das war Maus statt Taste. Das war doof. So, und dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. So, ein letztes Mal, ein letztes Mal, ein letztes Mal. Und drüber laufen, 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 laufen. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Adios, amigos, muchacha. Alle. Da war ich auch wieder weg. Kann ich es ein bisschen mehr nach da? Okay. So, mal gucken, ob ich das schaffe. Immerhin. Ups, so. 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 Okay, das habe ich schon mal geschafft. Jetzt muss ich nur noch. Laufen, 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 laufen. Warum geht denn das nicht? Ach, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ladies and Gentlemen, ich habe es geschafft. So, das ist ja schon mal nicht schlecht. So, die Kiste. Natürlich, ich packe sie schief rauf und sie liegt gerade. Schafft ja auch immer so, ne? So, jetzt brauche ich sie perfekt. Oh.
Darf ich raten? Muss ich jetzt da irgendwie rauf? Oder? Ich muss da jetzt irgendwie rauf, ja. Okay, ich muss wahrscheinlich da hinten an die Wand springen. Oh Gott. Ja, ihr seid ja lustig. Ey, gut, das funktioniert. Mir schlottert es in die Beine. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich muss das gleich nochmal. Ach so, warte mal. Uiuiui, so. Jetzt muss man kurz warten, bis sich das wieder gedreht hat. Wir brauchen ja das schmale Ende. Ups. Und weg damit. So. Und jetzt? Ja, wie ihr gesehen habt, war das ein Satz mit X. After a few days, the princess got to wondering. Why are Dad trying to give her away? Ja, ich helfe dir ja, aber was soll ich denn machen? Bin ich doch vielleicht nicht seine Tochter? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht seine Tochter. Also, das Mädchen, was ich beschütze, ist nicht seine Tochter, sondern irgendwie meine. Ich weiß nicht. Irgendwie komisch. You think you're gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk. So. Und jetzt? That's the past, can't have changed. How can I believe you, Johnny? Your lips are moving. Also, die scheinen alle ein bisschen sauer aufeinander zu sein, habe ich das Gefühl. Aber ich kann's verstehen. Er hat ganz schön Scheiße gebaut, um es nett auszudrücken. Ohne meine Familie bin ich nichts. Ja, das sagen Männer immer, vor sie die Familie verlassen, ne? Oh. Boah, nee, ich will nicht runterkommen. Oh, da wird mir jetzt schon schlecht. Gott sei Dank muss es die Kleine nicht machen. Ich bin so happy. das habt ihr jetzt nicht gesehen? Nein, das habt ihr nicht gesehen. Konntet ihr auch nur. Ihr habt schön weggeguckt, hoffe ich. Was ist das denn hier? Denn dieses... Ey. So, das habe ich ja jetzt gemacht. So? Ist das die Bühne? Nee. Doch, das dürfte die... Bühne sein. Ah, jetzt. Gott sei Dank, ich muss nicht runterkrauchen. Ich glaube, ich wäre auch nicht da sehr hilfreich beim Runterkrauchen. Ich glaube, ich würde lieber springen. Das würde in dem Moment auch einfach leichter gehen. Oh, cool. So, guck mal, Didi. Bin echt nett. The amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen. A physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. Mm-hmm. This appears to you to be an ordinary box. But it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. Ooh, I can take out surprising things, things that are familiar, and yet
strange. Okay. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty. If you only understand it. Hm. Ich habe so leicht die Befürchtung, er ist daran schuld, dass wir uns so durch die Schatten bewegen können. Thank you very much. Goodbye. Hm. Gut, wir waren mal die Assistentin von ihm und sind irgendwie ins Schattenreich verschwunden. Natürlich. Ja, es war ja klar. Didi rennt mal wieder weg. War ja so logisch. Kann dieses Girl auch einmal hören? Nein. What are you up to, Johnny? You're up to something, aren't you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Okay, es gibt mal wieder Streit im Paradies. Wenn man es Paradies nennen kann, wenn es ständig Streit gibt, bezweifle ich ja stark. Und die nächste Szene. Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too. And the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour? Take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, no! I don't know, just... Didi deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we need you. You risked your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good? Oh, Johnny. Yay! Would you like to see my workshop again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Well, you'll figure something out. After all, you are my daughter. How'd you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Hmm. Thanks for taking care of Didi. Okay. Ich bin wohl doch nicht Johnnys Tochter gewesen, sondern... vom magischen Fuzzi. Das war ja natürlich so klar. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es war ein sehr interessantes Spiel. Hammer. Mit dem Ausgang habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe, dass vielleicht irgendwann noch ein Teil 2 kommt, der dann das wirklich alles richtig erklärt, warum, wie, was passiert ist und nicht nur, dass ich einfach so puff weg war. Das ist jetzt natürlich ein wenig doof. Jetzt gucken wir uns noch die netten Leute an. Die Musik ist, ich finde die aber toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sprecher, Didi, Cat, John, Vincenzo. Sagen mir alles nichts, nicht nur auf Deutsch. Sprecher Französisch. Übersetzer Deutsch. Studio Umlaut. Big. Oh, es macht ja sogar immer die Buchhaltung. Besonderer Dank an. Das war auf jeden Fall die Sängerin dabei. Focus Home Entertainment. Bestimmt falsch ausgesprochen, wie immer. Ist aber cool.
Ich hoffe, dass es wirklich da irgendwann mal ein Teil 2 gibt. Was war echt genial. Okay, die haben viel anscheinend ausprobiert und geguckt, wie was funktioniert. Boah, Entschuldigung, bin müde. Aber nicht so schlimm. Okay, gut. Das war Contrast. Ein Hammerspiel. Lasst wie immer ein Däumchen nach oben. Bitte da. Freut euch darauf, dass es weitere Spieler von mir gibt. Wir sehen uns. Tschüss.